Deutschland hat ein Geschäftsmodell entwickelt gehabt, das in großen Teilen auf der Abhängigkeit von billigem russischem Gas beruhte. Und damit auch auf einer Abhängigkeit eines Präsidenten, der das Völkerrecht missachtet, dem die liberale Demokratie und ihre Werte erklärte Feinde sind. Dieses Modell ist gescheitert und es kommt auch nicht wieder. In Windeseile müssen wir uns umstellen, müssen wir die Energieversorgung, aber auch die industrielle Produktion oder den Umstieg auf die erneuerbaren Energien hinbekommen. Dabei müssen wir manchmal bittere Medizin zu uns nehmen. Das ist unbestritten. Dazu gehört, dass wir Unternehmen retten müssen, die in Schieflagen geraten sind und das als Volkswirtschaft tragen müssen. Dass wir eine Umlage heute für den Gasverbrauch verkünden müssen, beziehungsweise Trading Hub Europe, THE, liegt daran, dass der russische Präsident die Gaslieferungen willkürlich unterbrochen hat, als Teil einer wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung, deren Hintergrund ich gerade angesprochen habe. Diese Umlage ist die gerechtmöglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes. Mit der Umlage sichern wir die Versorgungssicherheit in Deutschland. Die Umlage, sie ist zielgenau, betrifft also die Gaskunden und sie ist zeitlich begrenzt auf den 1. April 2024. Alle Maßnahmen, und das ist unbestritten, haben einen Preis. Alle Maßnahmen haben Konsequenzen und teilweise sind es auch Zumutungen. Aber sie führen dazu, dass wir weniger erpressbar sind und damit unabhängig von Russland über unsere Energieversorgung entscheiden können und damit letztlich auch außen- und sicherheitspolitisch souverän agieren können.